Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Custom Level, Another Winter City von Tomb Raider 12, Jesus, Seacroft, Capsi und Ankhoff Mishra, genau. Vorgestern oder, na gut, ihr habt es jetzt gestern wahrscheinlich auf meinem Kanal gesehen, habe ich ja schon das Spiel angefangen, bin sehr lange, sehr wahllos durch die Gegend gelaufen und rumgeirrt, aber ja, wir konnten ein Stück, also wir sind ein Stück vorangekommen, und zwar sind wir jetzt auf dem Markt, müssen da irgend so einen komischen, grusigen Typen mit Weihnachtsmütze irgendwas zu, Süßes zu essen bringen und haben es auf die Dächer des Marktes geschafft. Und genau an dieser Stelle machen wir doch mal weiter. Muss ich mal gucken, was jetzt der letzte Speicherstand war. Wahrscheinlich der mit der höchsten Zahl, nämlich das hier. Genau. Wir haben auch irgendwie gefühlt fast jeder, jedes Geheimnis gefunden, nur nicht den eigentlichen Weg, aber das sollte jetzt hiermit erledigt sein, genau. Wir haben nicht den Hebel gezogen. Dadurch ist jetzt irgendwas hier hochgekommen. Ich glaube, irgendeine Plattform. Aber erstmal muss ich jetzt wieder zurück. So, und zack. Okay, sie will nicht. Dann müssen wir es halt seitlich tun. Den Hebel habe ich schon aktiviert, glaube ich, ne? Also, guck nochmal, kann ich den wieder deaktivieren oder einmal genutzt. Nicht mehr möglich, doch. Okay, jetzt geht das Ding wieder runter, scheinbar. Okay. Oder? Jetzt gehen wir nochmal runter. Jetzt machen wir das nochmal von der anderen Seite. Also irgendwas. Aber jetzt müsste es richtig sein. Oder? Ja, wie gesagt, ich werde sehen, wenn ich rüberspringe. Wenn ich es denn schaffe. Ich muss jetzt ganz komisch seitlich springen. So, was hat sich hier denn getan? Wahrscheinlich das da hinten, oder? Ich weiß halt eben nicht, ob ich jetzt was aktiviert oder deaktiviert habe. Also, ja, hier hinten. Guck mal. Das Ding da ist doch eigentlich neu, oder nicht? Ja, na klar, das ist nach oben gekommen. Jetzt können wir uns nämlich den ganzen Weg da hinten lang bewegen. Keine Ahnung, wo uns das hinführen soll, aber wir werden mal sehen. Und los geht's. Spring, Lara! Sag, du brichst dir nicht wieder das Genick. Das ist nicht so fein. So, jetzt haben wir hier noch so zwei kleine Baldachine, die wir zum Springen nutzen können, denke ich mal. Ja. Ja, wunderschön, da hat jemand sein Fenster mit Fototapete irgendwie bekleistert. So. Moment. So. Oh, das wusste ich gar nicht, wenn man kurz hier wartet, dann dreht sich die Kamera um, Lara. Das wollten wir nicht, jetzt sind wir wieder ganz unten, den Stress machen wir uns jetzt nicht nochmal. Also, nochmal. Und zack. Und zack, halt dich fest. Aua. Ja, Lara friert auch nicht. Frostbeulen sind ihr fremd. Mensch, warum flutsche ich denn hier immer weg? Viel Erfolg. Dankeschön. Das ist schon mal, ist ja schon mal sehr, sehr positiv, was du mir hier entgegenbringst. Glaubst du nicht an meinen Erfolg? Ich meine, wir sind ein Stück weitergekommen, ne? Also, ich meine, das Schöne ist, wir haben zumindest schon mal die ganze Stadt erkundet, wissen so ungefähr, was jetzt alles passiert. Der Rest wird sich zeigen. Das gehört halt bei Tomb Raider auch dazu, dass man sich ein bisschen umschaut. So. Und spring! Da siehst du, guck mal, das sieht doch schon mal gut aus. Hier waren wir nämlich noch nicht, das ist... Also nur, ich weiß ja nicht, wie lange du schon dabei bist, die Plattform da hinten, hast du ja gesehen, die hat sich das letzte Mal, hat sich ja nach oben bewegt, ja, oder wurde ausgefahren, weil wir da den Hebel, ja, bei diesem Generator, bedient haben. Und deswegen kommen wir jetzt hier lang. Ist ja auch schön, ne? Muss man sagen, also. Sieht zumindest wie ein Weg aus, also, ja, wie ein relativ klar definierter Weg, so. Gucken wir mal. Ich werde nur nicht runterfallen, weil hier sieht schon... Da hinten geht es ja immer noch weiter. Okay, warum
Geht das jetzt hier so in die Richtung? Das sieht fast schon so aus, also wenn die Kamera immer in eine bestimmte Richtung zeigt, ist das meistens ein Indikator dafür, dass es hier irgendwie weitergeht. Und das da sieht mir doch stark danach aus, als ob ich da lang klettern könnte. Ich mach's einfach. No risk, no fun. Okay, nee. Scheinbar nicht, aber. Hat mich so angegrinst, so angelächelt, was soll ich sagen, ne? Das. Aber da kann ich doch bestimmt dran springen, oder? Komm schon, das sieht doch. Nee, ich glaube nicht. Okay. Naja, so ein paar Genickbrüche müssen halt mal sein bei Lara, das, ne? Blöd ist natürlich, die Kamera ist jetzt so fixiert. Das muss ja einen Grund haben, warum die fixiert ist. Also. Oder kann ich hier einfach hochklettern? Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich kann jetzt gerade auch nicht mit der Sehentaste, ne? Du siehst das. Ich kann zwar mich so schön in alle Richtungen beugen. Squeech, squeech. Ich bin ein Roboter. Lara, Roboter. Weihnachtsroboter. Ich bin Lara, Roboter. Yeah. Aber das funktioniert ansonsten nicht. Ich versuche es noch einmal, wenn ich denn. Okay, also. Ich weiß jetzt nicht, ich war ganz nah dran, aber ich glaube, es funktioniert nicht, ne? Ne. Okay, dann müssen wir scheinbar wirklich nach unten fallen, weil ich sehe gerade, da unten ist doch. Das ergibt keinen Sinn, warum sollten wir nach unten fallen wollen? Da sind wir doch gekommen. Also eigentlich müssten wir jetzt da springen, dann. Ne, warte mal, das geht schon da lang. Hinter dir an der Wand ist nichts. Ne, da ist nichts. Wir müssen aber jetzt eigentlich, deswegen finde ich komisch, dass die Kamera gerade so ist. Wir müssen jetzt hier hin. Hier hin springen. Naja, gut, hier nicht. Jetzt sind wir falsch gelandet. Aber du hast es gerade gesehen, das wird schon richtig sein. Genau da, wo ich jetzt gerade mit meinem Kinn direkt dran geklatscht bin, da müssen wir landen. Genau da, siehst du? So. Jetzt kommen wir nämlich auch hier rum. Ich speichere mal. Also wie gesagt, einmal zu viel ist einmal zu wenig. So, jetzt gehen wir hier lang. Da geht es nämlich weiter. Also die Kameraeinstellung war halt gerade ein bisschen ungünstig, sagen wir mal so, wie es ist. Na gut, jetzt hier ergibt es natürlich Sinn, um uns zu zeigen, okay, da geht's hier hinter dem Pfosten weiter. Ich laufe mal langsamer. Die Kamera, die stationäre Kamera macht mich ein bisschen betroffen, muss ich sagen. Guck mal da hinten, da haben wir nämlich einen Hebel. Also sind wir definitiv auf dem richtigen Weg. Was haben wir jetzt hier? Wahrscheinlich so lang hangeln, genau. Ja, das ist doch schon mal ein guter Start ins Wochenende. Ins Wochenende, nee, ja, guter Start hier ins Spiel. Ach, guck mal, was wir da hinten haben. Das ist ja wunderbar. Noch ein. Naja, du weißt schon, was das ist. Es sind auf jeden Fall keine Weihnachtsbaumornamente. Das ist was anderes. Das wissen wir ja beide. So, genau. Mal lang da. Aber wie gesagt, das wird schon richtig sein hier. Das ist. Ne, Lara, du spürst es auch. Das ist der richtige Weg. Ich hab's im Urin. Okay. Jetzt müsste es ja eigentlich nach oben gehen. Ah ja, doch. Hier, das ist immer komisch. Hier kann man sich festhalten, ne? Das sieht also so texturenmäßig gar nicht so groß anders aus, aber es ist anders. Also, was ich jetzt mache, tut mir sehr leid, aber ich meine, wenn ich schon mal so weit oben bin, muss ich das nutzen. Ich finde es halt einfach nur lustig, wie sie da so aufgibt, ne? Also sie landet da so, ah, oh, naja, gut, lassen wir es mal kurz sein. Also sie gibt wirklich regelrecht auf. Ich glaube, das war's mit Lara, ne? Die hat einfach keine Lust mehr. Warum kann ich mich hier fallen lassen? Hat das einen Grund? Ist da unten noch irgendwas? Schön, oder? Ja, es ist aber was sehr Poetisches. Finde ich auch. Gut. Also keine Ahnung, warum es jetzt hier unten frei ist. Muss ja auch einen Grund haben. Man könnte im Wasser landen. Waren wir schon in dem Wasser da drin eigentlich? Gibt es da was? Ich gucke jetzt mal dahin. Ich meine, wir können uns ja, wie gesagt, wir speichern ja oder wir haben ja gespeichert.
Boah, ich dachte schon, ich habe mir jetzt wieder das Genick gebrochen, aber ich bin nur reingeflutscht. Komischerweise ist das Wasser hier relativ warm. Also hier kann ich nicht erfrieren. Wahrscheinlich wegen den paar Kerzen, die da schwimmen. Aber ich habe hier so einen ganz komischen Luftstrom. Oder, das ist Luftstrom, so ein Wasserstrom. Okay, unten ist nichts. Dann laufen wir da oben weiter lang. Hallöchen, Tami. Herzlich willkommen. Schön, dass du auch mal wieder reinschaust. Ich bin gerade mit Lara unterwegs. Ja. Sehr weihnachtlich, wie du siehst. Ich habe mir schon fünfmal das Genick gebrochen, aber es läuft irgendwie. So, da hinten kommen wir lang. Da würden wir zu den Hebel kommen. Das ist schön, aber ich will erstmal schauen, wo es hier lang geht. Ich bin natürlich wahrscheinlich wieder nur in den tiefsten Abgrund. Ich speichere wieder. Kein Sprung ohne Speicherung. Yippie! Geronimo! Hätte funktionieren können, ne? Man muss ja auch mal ein bisschen. Ja, ein bisschen sich umschauen, einfach mal sich was trauen. Elegant, ne? Elegantus totalus Lara Guss. Was soll das jetzt hier werden? Ist ja schön, dass ich hier langlaufen kann. Ich springe einfach mal wild durch die Gegend. Ich meine, wenn wir schon mal so weit oben sind, müssen wir das ja auch mal nutzen. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur der Rückweg dann. Okay. Alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe. So. Dann wollen wir doch mal diesen Sprung wagen und ihr. Okay, den wagen wir jetzt nochmal, aber diesmal ohne Fallschaden vielleicht. Da müssen wir uns noch ein bisschen nach links ausrichten. Dürfte das ja funktionieren. Ja! Aua. Mein Daumen tut weh. Ganz schlimm. So, da oben geht's aber auch weiter. Kann man da einfach, wenn ich das wegschieße, ne? Ja, zerbricht einfach wie so ein Tonkrug. Na dann. Bitte nicht. Ich will da unten landen, aber mal, das nehme ich aber. Ich gerade sagen, also da lande ich jetzt mal auf der Kiste hier. Weil Schalter sollte man ja nicht einfach nur so liegen lassen. Ja gut, das ist ein bisschen Schaden, was ich da genommen habe. Ich kann dann, hier sieht es auch brüchig aus. Ne? Bei manchen Texturen weiß man halt echt nicht, ob man da hochklettern kann oder nicht, aber wahrscheinlich nicht. So, gucken wir mal, was tut sich jetzt hier? Okay. Was? Achso, da kommen wir wieder nach unten, scheinbar. Ja, okay, nett, aber. Ich will jetzt erstmal in die Ecke gucken. Da ist nämlich noch hier das Weihnachtsgeschenk da, was wir öffnen können, die Truhe. So, und dann. Und. Aua! Und. Ergibt es wenigstens Sinn, ne? Hoffentlich. Also. Ich weiß es nicht. Aber jetzt, ich glaube. Das Geheimnis war genau da. Da siehst du, das nehmen wir uns noch mit hier. Ist doch alles wunderbar, ne? Gigantvisier. Ist langweilig. Und, lass mich raten, wir finden wieder Weihnachtsverzierung, nichts anderes. Aber wie viele gibt's denn davon? Da sind jedenfalls mehr als fünf. Also ich denke mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dann zehn sind. Das ist einfach mal so eine. Einfach, ja, ganz zufällig in den Raum gestellte Prediction. Guti. Dann werden wir schon mal hier das Ding trotzdem aktivieren. Weihnachtseicheln aus Seltsam, genau. So kann man es auch nennen. So. Ist auch irgendwie nett, dass wir unsere Erzfeinde, ich meine scheinbar so, ne, Lara und Amanda sind ja nicht so dicke. Aber so nett sind ihr trotzdem, diese Ornamente bringen. Und das nur für ein noch kürzeres Outfit und für eine höhere Chance, an einer Lungenentzündung zu sterben. Aber naja. Das macht Lara nicht alles, um gut auszusehen. Nee, ich will da rein. Ich muss da ein bisschen eleganter springen. Warte mal. Wir machen das mal schön mit Kopfsprung. Und. Zack. Yay, ich bin. Hier.
Okay, also ach so, jetzt verstehe ich wahrscheinlich dieser Hebel. Den muss ich wieder hochmachen. Hast du wunderschön gesagt. Oder geschrieben, woher. Gut, nee, das ist jetzt wieder nur der Rückweg. Das heißt, ich muss jetzt doch immer so diesen Hebel ein paar Mal rubbeln und dann funktioniert es richtig. Ja. Das heißt sozusagen, kann ich dir wieder, genau, jetzt wieder. So. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Was soll ich dazu sagen? So, Lara. Beweg dich. Aber es ist auch schön, dass du immer Taschen dabei hast. Sonst hast du immer einen Rucksack, aber jetzt so ganz elegant, trotzdem sehr stilgerecht und stilvoll. Hängt sie sich so ein kleines Täschchen da. Um die Taille. Okay, manchmal komme ich hier nicht rein. Also irgendwie passe ich nicht ganz ins Loch. So, warte. Und ein bisschen mit Anlauf. Ja, ich muss aber wahrscheinlich wirklich mit Kopfsprung da rein, sonst wird das nichts. Oder wirklich so auf den letzten Millimeter springen. Mal gucken. Ja, das ist wirklich eine Millimeteraufgabe. Aber ich verstehe nicht, warum das Ding hier nicht aufgeht. Achso. Was ist das denn? Okay. Ich kann es nicht drücken. Was ist das denn? Habe ich irgendwas, was ich da reinstopfen kann mit Gewalt? Da passen Donuts und eine Packung Spekulat zu sein, bestimmt. Ja, ist schön wär's, ne? Aber ich. Erster, was muss denn da rein? Ja, die Disk. Stimmt. No. Die hat nur Zaubertaschen mit Ausdehnungszauber. Ja, klar. Naja, ich meine, wenn man bedenkt, dass sie da alles so reinstopft. Aber jetzt sag mir nicht, dass mir jetzt irgendwas fehlt hier. Also. Ich meine, wir haben hier so ein Ding, das heißt, es hat höchstwahrscheinlich nichts mit dem Hebel hier zu tun, ne? Ja, ich meine, wir können ja nochmal aktivieren. Aua! Ja. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Dann hat es wirklich nichts damit zu tun, aber dann frage ich mich, wo wir lang müssen. Also, wieder nach unten, aber. Ist ja irgendwas Neues passiert? Eigentlich nicht. Ich war jetzt eigentlich ganz froh, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Genau, Kletter, Lara, Kletter. Spider-Lara, Spider-Lara. Da, Spider-Lara. So. Hat nichts geändert. Überhaupt gar nichts. Ja, scheiße. Und was nun? Ich meine, ich guck mal jetzt hier lang. Ist hier irgendwas? Also, das Problem ist, es ist ja nichts Neues. Jetzt sind wir einfach nur wieder unten. Oder ist das hier ein anderes Gebiet? Eigentlich nicht, ne? Warte mal. Hier gibt es diverse Sachen. Hier gibt es ein Müll. Ding da. Oder so ein Minecart, was ich wegschieben kann. Fragt sich nur, ob es sich lohnt, das irgendwie wegzuschieben. Kann ich hier so in der Wand springen? Ein bisschen Flummi-mäßig geht auch nicht. Na komm, wir schieben einfach mal. Bringt doch nichts. Okay, ich habe es weggeglitscht. Was ist hiermit? Das kann ich doch schon auch schieben, oder? Das sieht so komisch aus. Geht nicht. Okay. Ding, dong, ding, dong. Fröhliche Scheißweihnacht. Da, 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 da. Ah, sorry. So. Ja, hier kann ich auch diverse Sachen schieben. Das ist ja schön, aber. Was bringt das mir? Da oben geht's doch lang, oder? Das ist ja eigentlich dort bleiben. Na gut, da kann ich ja nicht hochspringen, ne? Warte mal.
Ich hab das Ding drauf. Nee. Rutscht immer weg wieder. Weil da oben scheint es ja irgendwie lang zu gehen. Da ist irgendwie eine... was zum Festhalten. Ja gut, jetzt bin ich wieder hier unten. Das ist alles sehr schlecht. Das freut mich überhaupt gar nicht. Ich gucke jetzt noch, ob es hier irgendwas gibt. Ich kann die Dinger halt irgendwie mal ein bisschen hin und her schieben, was ja ganz nett ist, aber was mir jetzt auch nicht gerade viel bringt. Ach, Lara. Lara Crofty Softy. Hier haben wir eine fette Kugel. Eine Eiskugel. Was haben wir denn hier? Haben wir uns ja eigentlich schon mal so ein bisschen umgeguckt. Ob es hier irgendwas in den Seitengassen gibt. Wenn nicht, dann geht es halt wieder nach oben. Man ist schon schick hier, muss man eigentlich mal sagen. Das Wasser würde ich wahrscheinlich nicht springen, ist zu kalt. Komisch, dass hier manche Gewässer halt irgendwie eiskalt sind und andere, wo konnte ich reinspringen, ohne dass es mich juckt. Und es ist ja auch nur mitten in der freien Wildnis, nenne ich es jetzt mal. Muss doch kalt sein, aber scheinbar nicht. Laras Schenkel scheint schon wieder abgehärtet zu sein. Die spürt nichts mehr. Ist alles abgestorben. Hier haben wir doch auch was Komisches. Das sieht doch auch verdächtig aus. Das sieht sehr, sehr verdächtig aus. Was ist denn das hier? Da geht's weiter. Das merke ich mir mal kurz vor. Hier haben wir wieder dicke Haufen. Und Taxis, die schon seit 100 Jahren wahrscheinlich... Was? Seit 100 Jahren? Was haben die denn auf dem Dach da? Was ist das denn? Ersatzreifen? Was? Oder eine Schallplatte, aber ich kann es nicht aufnehmen. Seit wann haben denn Taxis Schallplatten oder Ersatzreifen auf dem Dach? Das habe ich auch noch nie gesehen. Was ist da hinten? Ja, da gibt es so ganz komische Ecken, wo ich mich frage, was ist hier los? Was will uns der Spielentwickler damit sagen? Ah, es gibt übrigens eine Sache, ich habe gestern was gesehen, wo ich dachte, oh, einerseits freue ich mich, andererseits weine ich schon innerlich. Sabatu wird Anfang nächsten Jahres im ersten Quartal Tomb Raider 2 rausbringen. Also Sabat ist Tomb Raider 2. Oh. Ich meine, ich werde es spielen wahrscheinlich, ne, weil ich irgendwie so ein bisschen sadistisch veranlagt bin. Ich weiß es nicht. Weil das kann ja nicht schlimmer sein als der erste Teil von vom Schwierigkeitsgrad her, oder? Hm. Ich glaube nicht. So, bewirkt das gerade was ich hier mache? Oder ist es jetzt einfach nur so ein bisschen fröhliches Herumhüpfeln? Ich einfach. Anne, sieh mal einer an. Von wegen nur fröhliches Herumhüpfeln. Das hat alles Sinn ja. Muss ja nicht irgendwie hinkommen. Aber wie? Hallo, es kommen, ich will da ran. Das will, das ist meins. Eventuell ist es noch sadistischer. Wahrscheinlich ist es sehr, sehr um einiges sadistischer, also. Ja, Tomb Raider 2 war halt auch nochmal von den Möglichkeiten und vom Schwierigkeitsgrad her, würde ich sagen, nochmal eine Schippe härter, ne? Okay. Ihn da jetzt hochkommen. Ich meine, wie gesagt, im Notfall muss ich den Nebenquest auch nicht erfüllen oder so. Ich frage mich halt einfach nur, wie ich da hochkommen soll. Also. Da gibt es ja irgendwie eine Plattform, die etwas. Ja, das ist ja komisch. Das ist jetzt sozusagen das erste Geheimnis, was ich nicht kriege. Ich meine, wenn dann, jetzt habe ich schon alles gesammelt, jetzt will ich das auch mal haben, also jetzt ganz ehrlich, ja. Also. Ja, komm, raus. Aua! Meine Brustwarze. Also wenn du den Weg siehst, dann kommt vielleicht noch höher, ja, ja. Das glaube ich nämlich auch. Aber es müsste ja eigentlich von... der Warte oder von
Position ausgehen. Ich meine, sonst könnte man jetzt ja nicht reinspringen. So. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass wir, wenn wir es richtig elegant anstellen, es nicht schaffen. Da plumpse ich ins Wasser wie so ein alter Dein. Höchstens von da oben irgendwie. Wenn ich das mal betrachte, könnte man wahrscheinlich hier außen auch. Da hätten wir vorhin. Da sind wir eigentlich gekommen. Aber da führt ja auch kein Sprung hin. Ja, weißt du, ist jetzt erstmal egal. Jetzt mal ganz ehrlich, denn nur sehen wir halt. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, das sieht ja wirklich aus, ob ich hier ganz wild rumspringen kann. Ich meine, da oben haben wir. So. Im besten Fall müssen wir halt irgendwie da hochkommen. Ich kann mal gucken, wo das lang führt. Einfach nur mal so. Interesse halber. Na gut, ich wollte jetzt gar nicht im Wasser wieder landen, aber. Was war das denn? Ich bin gerade irgendwie nach oben. Oben gedüst. Voller Wucht. Ich kann. Irgendwie hänge ich ja gerade ein bisschen. Im Sinne von. Manchmal schwimmt die nicht so, wie ich das möchte. Jetzt. Hier oben. Ja, wird es irgendwie einen Weg geben, wie wir da hochkommen, aber. Ich glaube, so einfach wird es uns dann doch nicht gemacht. Gut, dann laden wir mal einen etwas früheren Speicherstand. Okay, das war jetzt nicht beabsichtigt, aber eine schöne Pose, wie sie da liegt, ne? Das ist. Muss man ihr lassen, also. Das hat schon echt Stil. Na, gehen wir jetzt halt mal hier hinten lang. So, von hier sind wir gekommen. Ich habe ja überlegt, so hier hinten, bla bla bla. Die Kamera fährt hier auch ganz schön lang und sowas, so wie als ob man uns sagen möchte. Ja gut, das wollen wir uns nicht sagen, aber als ob es da hinten auch lang geht. Ja komm. Och, Uschi. Halt dich doch fest. Komm schon. Sei so nett. Es sind schließlich Weihnachten. Oder erster Weihnachtsfeiertag, je nachdem, wann man Weihnachten feiert. Oder wo. Muss man auch mal so sagen. So. Spring, Lara, springelingeling. Spring, Lara, spring. Ich weiß nicht, was hier passieren soll. Wo geht's lang? Ja doch, hier geht's weiter. Guck doch mal. Wir müssen den Sprung hier nutzen. Und dann da landen. Also jetzt da, wo ich jetzt nicht gelandet bin, aber eben genau auf dieser Säule. Da muss ich, darf ich nicht so früh springen. Ich muss noch ein bisschen Zeit lassen zum Schlittern. Ja, nicht so viel Zeit, sonst sterbe ich offensichtlich oder breche mir den Knöchel. Ey, das war jetzt auch elegant. Die hat sich so richtig schön an allen möglichen Plattformen, wo sie sich hätte festhalten können, weggedreht. Das ist ja unlustig. Oh, warte mal. Jetzt. Bärbel. Und ja. Ich spring zu früh. Jetzt, na endlich. Sehr schön. Ich speichere, ich weiß nicht warum, ich freue mich einfach, dass ich jetzt hier oben bin. Die Welt sieht so scheiße. Ja, toll. Schon finde ich dann immer die Dinger hier, das ist sehr schön, aber ich würde gerne mal weiterkommen. Ja, bing bing. Klingeling.
Ich guck gerade, ob man hier irgendwie wieder. So. Jetzt können wir auch mal versuchen, an den anderen ranzukommen und dann. Also offensichtlich müssen wir ja irgendwie diese Klappe öffnen. Also da, wo der Computer war, aber ich meine, da brauchen wir doch irgendwas dafür. Das können wir doch nicht einfach so machen, oder? Jetzt sind wir hier, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwie hier so ganz komisch. Naja, auch nicht wirklich. Gibt keinen Sinn. Ich meine, wenn du Ideen hast, kannst du es ruhig ansprechen, ne? Also, ich bin offen für sowas hier. Komm ich hier vielleicht? Ah, ich dachte, das reicht vielleicht aus von der Höhe. Nope, das ist viel zu hoch. Ich dachte, ich kann vielleicht hier irgendwie hochspringen, aber. Man gönnt's mir nicht. Man gönnt's mir nicht. Können wir das nochmal angucken hier. Ich bin hier oben gelandet. Da habe ich das Geheimnis, ja. Oh, nee, doch nicht einfach runterfallen. Laura. Laura Croft. Also ich werde gleich mal Folgendes machen. Ich werde mich gleich nochmal da in die Mitte begeben, also so auf das Hauptgebäude. Und werde dann nochmal den Weg ablaufen. Einfach mal, um zu gucken, ob ich vielleicht irgendwo einen Sprung verpasst habe. Ich würde halt gerne noch wissen, wie man an das andere da rankommt. Also hier hochhangeln geht ja nicht. Das ist viel zu schief. Vielleicht kommt man hier um die Ecke rum. Ich hoffe, dann gibt sich am Ende auch endlich mal zufrieden. Männer und ihre Ansprüche. Ja, aber es sieht so aus, als ob das machbar wäre mit so einem ganz ekelhaften Sprung wieder. Könnte ich vielleicht auch da hinten landen? Ja, aber ich flutsch nicht ganz. Ich flutsch nicht richtig. Ich muss so ein bisschen eleganter. Weiß ich nicht. Bisschen geschmeidiger. Weil Lara ist nicht geschmeidig. Nach! Oder? Wird das was? Am Ende ist es nur eine Illusion. Ich komme da gar nicht hin. Ah! Glaubst du, war das nix? Und wie viel habe ich denn jetzt von den interessanten Steckern? 7 Stück. So, was ich mich frage, ist halt Folgendes. Warum? Also, ich meine, ich kann mich jetzt ja theoretisch fallen lassen. Ist ja in Ordnung. So. Es ist ja vollkommen legitim. Warum kann ich mich einfach auf der anderen Seite. Warte mal. Komme ich hier vielleicht lang? Gut, das ist nichts anderes. Irgendwie lässt mich das nicht los hier. Man würde denken, dass ich hier irgendwie, aber naja, kannst du vergessen. Ist ja, komm, scheiß drauf. Ist egal. Jetzt gucken wir mal lieber hier, ob irgendwas machbar ist. Kann ich mich hier irgendwie hochziehen? Vielleicht kann ich hier so ganz elegant, wenn ich vielleicht dann noch springe, Rückwärtssalto. Aha. Tja, ja. Ich kenne die Tricks in Tomb Raider mittlerweile.
Hab's dir wusst, ja, ich hab's dir wusst. Dann können wir uns doch noch die Kiste holen. Ist das nicht fantastisch? Ja, also ich bin richtig stolz auf mich, dass ich sowas mal finde. Das ist nicht einfach. Ja gut, jetzt müsste ich nur noch mal hier so lang kommen. Ich weiß nicht, Lara, die hängt gerade so ganz komisch in der Luft. Außer als ob ihr so ein Furz quer hängt. Vielleicht war der Weihnachtsbraten doch nicht so gut. Ich werde einfach nur wissen, ob es hier irgendwo potenziell lang geht. Wenn ich mich hier an der Wand da theoretisch. Ich weiß, das ist in der anderen Richtung, aber. Wow. Also, ich habe das Gefühl, wir kommen trotzdem ein bisschen weiter. Man muss ja auch mal positiv bleiben. Ich meine, immerhin werden wir wahrscheinlich bald unser sexy Outfit irgendwie freischalten können. Ja. Meine. Immerhin passieren hier ein paar Dinge. Das ist doch schön. Ne? Es wäre halt nochmal schön, wenn wir wirklich mit so ein bisschen mit den Main Quests vorankommen würden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier oben irgendwas abgeht. Also. So, siehst du, jetzt kommen wir nämlich rein. Jetzt springen wir daran. Keine Ahnung, warum sich Lara gerade so komisch gedreht hat. Lara, du sollst so vielleicht dich im besten Fall so ganz lieb und unschuldig in Richtung abgebrochenen Geländer drehen. Okay, könntest du das bitte für mich machen? Das wäre super lieb von dir. Sorry, ich drehe langsam ein bisschen durch. Das Level ist wirklich nicht so einfach. Aber warum dreht die sich denn weg? Willst du sterben oder was? Ich meine, hast du irgendwie einen Todeswunsch? So. Das ist doch hundertprozentig, kann ich mich da hochziehen, also. Ja, oder ich soll mich nicht festhalten und einfach nur so einen ganz komischen Jump machen, kann ich auch machen. Oder auch nicht. Lara. Es ist im besten Fall, wenn da eine Kante ist, was sie anbietet, ist sich festzuhalten. Dann machen wir es halt so. So geht's auch. Scheiße, ey. So, jetzt speichern wir nochmal. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Und dann kriegen wir auch noch das nächste Kistchen. So, jetzt her damit. Ich habe es mir verdient. Falsche Richtung. Ich muss mal drumherum laufen. Eine Kiste oder eine Truhe lässt sich nicht von hinten öffnen. Ich muss den Vordereingang nehmen. So. So. Eigentlich müsste das jetzt langsam mal reichen. Mit 7 müssten wir das Ding ja nicht mal freischalten. So. Darum geht's nicht. Ich will jetzt wieder. Vielleicht müssen wir mit den komischen Typen da reden. Nochmal mit den Weihnachtsmann-Typen. Vielleicht hat der irgendwie mal einen kleinen Hinweis. Aber der ist halt nur so pervers und will seine komische Zuckerkugel haben. Wo ist er denn? Der war doch hier hinten irgendwo, oder? Genau. Ich bin ganz unschuldig, ich habe niemanden ermordet. So sieht er aus, wirklich. Wo ist denn die Kälte raus? Das war so schön gerade. Gut, aber jetzt zurück zum eigentlichen Problem. So. Ich frage mich halt wirklich, warum mich das Spiel nochmal hier runterleitet. Also es ist A, wirklich einfach nur so nach dem Motto wie, hey, das ist eine kleine Abkürzung, schön für dich, freu dich. Ich bin übrigens nass. Richtig feucht, ich habe gerade noch getropft hier. Das ist so ein paar Tropfen, kommen noch runter. Möchte man, dass ich das jetzt irgendwie wieder entgegen der Ausrichtung der Räder einfach weiter wegziehe. Mit der berechtigten Frage, warum, wenn ich da eh nicht draufsteigen kann. Gut, dann wollen wir mal wieder zurück.
sei denn, diese Kiste lässt sich jetzt ziehen. Nein, lässt sie nicht. Na, Yuki-Biene, du bist halt so still. Bist du schockiert von der Schwierigkeit, vom Schwierigkeitsgrad dieses Spiels, oder? Hier oben irgendwas noch? Hätte es hier irgendwo so ein kleines Loch. Durch das Geheimnis versteckt. Nee, etwas verkatert. Gut. So geht's auch. Ich zum Glück nicht, aber hilft mir das wirklich weiter? Eigentlich nicht. Jetzt sind wir, also wir brauchen jetzt, das ist halt das Problem. Wir brauchen halt hier irgendwas, was die Klappe öffnet. Was? Hat sich ja gerade festhalten? Lara wollte sich gerade hier hochziehen. Geht doch aber nicht. Warum tust du das? Bist du verrückt, Lara? Bist du schwanger? Irgendwas auf der Platte drauf. Was soll ich jetzt hier machen? Das ist doch irgendwie dieses komische System. Das macht mich wahnsinnig. Kann ich einfach abballern mit roher Gewalt? Funktioniert das nicht? Ja. Es ist jetzt wunderbar. Es tut mir leid, ich kann es jetzt leider nicht. Ich kann es jetzt leider nicht wegmachen. Ich muss das mal. Oh. No. No. He wants the yummiest thing. Ja, es. Ich hoffe, das wird nicht zum Thumbnail. Wo sich manche wahrscheinlich freuen würden, wenn das das Thumbnail wäre. Ja, gut, dann werden wir einfach ein bisschen backtracken. Irgendwas muss ich hier finden lassen. Ja, nochmal zu Sabatis Tomb Raider 2, also sah zumindest gut aus. Der Trailer, der sah echt sehr, sehr schmackhaft aus, muss man ehrlich mal sagen. Aber doch sehr, sehr schwer. Also das, was schon so präsentiert wurde, sah schon allein vom Hinsehen her schwer aus. Aber ja, scheinbar mögen Leute es zu sehen, wie ich mich durch Tomb Raider durchquäle. Das heißt, durchquälen ist ein bisschen böse ausgedrückt. Ich meine, ich mag es ja auch logischerweise, sonst würde ich es ja nicht spielen. Jetzt probieren wir mal diverse Sachen jetzt hier. So. I'm dreaming of a white Christmas. La 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 la. Schinkenspicker. Ja, das bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt die Ebene nach unten gehe. Da bin ich ja da, wo ich letztendlich angefangen habe. Will ich nicht. Will das einfach nicht. Aber wo soll ich denn sonst hin? Da unten kann ich landen. Ja, jetzt nicht im Wasser, das war jetzt nicht geplant, das wollte ich jetzt nicht. Irgendwas habe ich übersehen, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, ich habe eigentlich alles mitgenommen, was man hier mitnehmen kann. Also. Oh, jetzt bin ich wieder diese Ebene weiter unten. Ich könnte jetzt wieder hier aufs Dach springen. Ich backtracke jetzt mal ein bisschen. Habe ich hier hinten irgendwas übersehen? Vielleicht irgendwie. Also, eigentlich, was brauchen wir für so einen Computer? Eine Chipkarte, irgendwas? Chipkarte. Oder. Sonst irgendwas? Muss ich den Hebel nochmal betätigen? Kann ja sein, dass ich den Hebel betätigen muss. Also nochmal. Jetzt ist die Plattform so weit oben, dass ich da nicht rankomme. Oder sie ist... Ja, genau. Die Plattform ist jetzt da oben. Aber das kann nichts damit zu tun haben. Das geht doch gar nicht. Das ist doch sinnlos. Quatsch. Das hier ist doch schon erledigte Sache eigentlich. Oder?
Also vielleicht ist hier nur was. I'm dreaming of a Lösung. Where do I have to go? Please tell me, Lara. It's important that you tell me that shit. Jo mai. Jo mai. Jo mai. Was macht man da? Ja, wie gesagt, ich gucke jetzt einfach nochmal hier so ein bisschen. Bisschen rum. Ja, so, von hier bin ich ja gekommen. Ich wüsste halt nicht, was ich hier noch machen muss. Okay. Nee, das ist Quatsch. Keine Ahnung. Ich bin aufgeschmissen. Ich werde trotzdem mal den Hebel betätigen. Ich werde hier in irgendeiner Gasse liegt irgendwie so eine Chipkarte oder irgendwas, was ich brauche. Das sehe ich halt gerade einfach nur. Das ist irgendwie gerade so das, was ich direkt denke. Du kannst mich gerne mit Ideen füttern, ne? Wenn du irgendwie eine Ahnung hast, was man machen könnte. Jede Idee zählt. Also wirklich. Vielleicht ist auch hier unter Wasser vielleicht irgendwie was ist, aber ist es nicht. Leider. Sehen Sie Doc 2 Stunden dabei zu, wie er einfach wahllos durch die Gegend schwimmt. Hat er ein Ziel? Nein. Trotzdem versucht es. Na, lass mich mal jetzt hier raus. Liegt nix. Lalalala. Wo geht es lang? Ich habe ja schon überlegt, ob vielleicht hier irgendwas ist. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil. Warum sollte da was sein? Man hätte ich doch schon längst gesehen, wenn man da komme ich doch auch rein. Was haben wir denn hier? Oh, noch eine Kiste. Komm ich da jetzt nicht rüber? Komm. Lass mich da rein! Lass mich doch rein, mach da rein. Funktioniert nicht. Leider, leider, leider. Ja, dann müsste ich von der anderen Seite kommen. Ja, kein Bock jetzt. Kann ich nachher machen, wenn ich hier irgendwie mal einen Fortschritt erlangt habe, dann könnte man nochmal da hingehen. Aber so. So ist halt nix, halt. Ja, das ist echt Wahnsinn, ja. Das ist Wahnsinn. Ich habe auch so praktisch das Gefühl, dass ich irgendwie gar nicht so wirklich weiterkomme. Ich meine, ist, ja, sind das ein bisschen weiter geklettert hier? Im schlimmsten Fall, wenn ich es jetzt echt nicht hinkriege, dann werde ich wirklich mal einen kleinen Blick in die Lösung werfen, dann ist es halt, wie es ist. Weil, also jetzt sag ich mal, wieder 10 Stunden wahllos herumzulaufen, bringt mir ja gar nichts. Ah. Gut, ich glaube, ich guck einfach mal kurz nach. Bis gleich.
Ah, so, ich bin wieder da. Hat ein bisschen gedauert. Also ganz ehrlich, da hätte ich noch lange suchen können. Jetzt mal ohne Mist. Hört man mich wieder? Ja, ich hoffe. Da hätte ich lange suchen können. Es ist unglaublich. Wer soll darauf kommen? Willkommen zurück. Pass auf. Es gibt irgendwo einen kleinen Sprung oder einen kleinen Sprung, den ich noch nicht gemacht habe, wo ich ein bisschen Geld finde. Ja, ich zeig's einfach mal am besten. Muss ich nur dahin finden. Keine Ahnung, wo das war. Es war irgendwo hier, wo die ganzen Autos standen. Das war unter dem Torbogen. Hier war's. Ah, hier bin ich ja schon. Ey, wer kommt da drauf? Ich war schon da. Ich habe schon das Gefühl gehabt, ich habe hier alles abgesucht, aber scheinbar nicht. Nicht mal ansatzweise. Oh. Pass auf jetzt, was jetzt hier passiert. Das ist sadistisch hoch 10. Oh Mann, wie war das? Hier hochspringen. Dann ging es hier irgendwie weiter. Was? Ah ja, da genau. Ne, siehst du, das ist die Fenster da, da muss ich rein. Ne? Sieht man auf den ersten Blick, sieht man ganz gut, ne? Das. Was zum Teufel? Wer kommt da drauf? Mensch, mal ehrlich. What the fuck? Es sind so Momente, wo ich echt entweder an mir zweifle oder jetzt erstmal da hochkommen. Da komme ich jetzt auch nicht hoch, warum auch immer. Eigentlich müsste es funktionieren. Irgendwie ging das jetzt hier, keine Ahnung. Irgendwie da hochklettern oder dran festhalten. Ja, ganz ehrlich, da kommt doch kein Mensch drauf, ne? Wie gesagt, das ist schön gemacht, aber das sind so Stellen, wo ich mich mal frage, liegt es einfach daran, dass ich hier jetzt funktioniert, sondern dass ich 20 Mal dran gesprungen bin. Ob ich einfach zu doof dafür bin? Oder ob einfach das Level da so extrem schwer strukturiert ist? Ich meine, wir waren ja doch schon 5 Mal eigentlich. So. Ja. Hätte gesagt, ich möchte mal vermeiden, dass ich wirklich nachschaue oder so irgendwo, aber das ging jetzt halt nicht. Ich hatte jetzt keine Ahnung. Also für mich hat das Spiel mich eher in die Richtung geleitet, wie da hinten ist halt irgendwas. Ja, aber das fehlt mir. Nämlich. Some forgotten heroes here. Now they're mine. Ja, jetzt hat er nämlich ein paar Euro gefunden. In irgendeinem so Häuschen ist er eingebrochen. Und rate mal, was wir mit dem Geld machen müssen. Vielleicht kommst du ja drauf. Wenn du eins und eins zusammenzählst, wir haben ja sozusagen noch ein paar Quests offen. Also auch im Leben wäre ich da nie drauf gekommen. Also, ich habe das nicht mal gesehen hier. Jetzt habe ich mir natürlich den Nick gebrochen, scheiße. Speichert, Mist. Warte. Nee, nee, nicht beim Weihnachtsmann. So weit sind wir noch nicht. Es gibt einen Obdachlosen. Erinnerst du dich noch, der Obdachlose, der vorm Kaffee rumhängt? Dem müssen wir das Geld geben. Und erst dann kommen wir weiter. Also darauf wäre ich ja gekommen, wenn ich das Geld gefunden hätte, wäre ich schon auf die Idee gekommen, okay, Geld könnte man vielleicht den Bedürftigen sozusagen schenken. Das ist ja auch in Ordnung. Vor dem haben wir die Donuts gegessen, genau. Donuts, Spekulatius, sowas halt, ne? Wo wir gezeigt haben, hey, wir haben Reichtum, du nicht. Wir sind gute Menschen, ne? So. Kann ich da bitte jetzt runterfallen, ohne mir das Genick zu brechen? Bitte. Danke. So, ein paar Euro, die ich ist. Ja, keine Ahnung. Wäre es ja einfacher gewesen, wenn irgendwie einfach da irgendwo ein Pappbecher rum, oder hätte ich dir nicht einfach das Geld klauen können, um es ihm dann einfach wiederzugeben? Einfach nur so, ich meine. Ich will natürlich das Ding finden, ja, keine Ahnung, wo der Typ rumsaß. Aber Disco war das auf keinen Fall. Kaffee. Na dann,
Ist er noch da oder so schnell erfroren? Nee, da ist er. Guten Tag. Ja, vor allem steht, ich möchte kein Geld. Bitte gib mir was zu essen, aber ich gebe dir trotzdem Geld. Ja, das ergibt natürlich total viel Sinn. Wirklich. Sorry, aber. Oder nee, warte, nee, Quatsch. Nee, ja, warte, warte. Nee, ich habe einen Zwischenschritt vergessen. Jetzt müssen wir nämlich nochmal zum Markt und von da aus müssen wir dann, wenn ich den Markt überhaupt wiederfinden werde. Jetzt muss ich wieder auf die Karte gucken und da können wir uns dann bei den einen Typen was zu essen kaufen. So, Disco ist da. Wir müssen von der Disco. Wenn das hier die Disco ist, müssen wir einfach gerade ausrennen. Vor allem eigentlich ist die Karte total klein, aber weil das alles so gleich aussieht, bin ich ja schon 10-mal irgendwie falsch lang gelatscht. Wahrscheinlich auch gerade jetzt. Warte mal, wir werden uns mal in der Disco. Wenn es an der Disco kann ich mich wenigstens ein bisschen orientieren. So. Ist die Disco. So, da ist die Disco. Rechts geht sozusagen zu dem Wasser, zu dem anderen Zeug. Genau, das heißt, ich muss jetzt hier lang laufen. Dann müsste ich jetzt ja am Kaffee vorbei, richtig? Ist das Kaffee auf dem Weg? No. 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 Kaffee ist die Nummer 3, ja, das ist auf der rechten Seite, das heißt, es müsste hier weitergehen. Och, was weiß ich, ey, ich hab keine Ahnung. Hier, das war ja genau hinter der Säule da versteckt. So. Jetzt können wir uns das kaufen. Christmas Market. Sorry, ich wollte jetzt nicht so, ne? Frustriert wirken, aber es ist frustrierend, ne? Es ist echt frustrierend. Aber auch nicht bei unserem Zuckerballtypen, sondern bei den einzig anderen Weihnachtsmann, der hier rumhängt, nämlich der da. Pass mal auf. Jetzt hier. Da, ich will alles haben, was du hast. That's 6.20, please. Enjoy. Okay, der Weihnachtsmann hatte gerade eine sehr weibliche Stimme. Klingt gerade eher wie so eine Märchen-Obi. Enjoy it! Okay. Was haben wir jetzt schon für den Obdachlosen gefunden oder gekauft? Combo-Dessert. So. Yay, Fortschritt. Er kommt auch darauf, dass man, nachdem wir letztens gegen mehrere Fenster geschossen haben, wir doch noch in eins rein. Ja, ganz, ich hätte es halt auch nicht gesehen, so nach dem Motto, weißt du, ich meine, du hast jetzt ja auch die ganze Zeit gesehen, wie akribisch ich eigentlich die Stadt ablaufe, um da wirklich auch alles mitzunehmen, aber, weißt du, das meine ich nicht, diese kleine Schneise da habe ich übersehen und dann fehlt mir schon mal ein integraler Bestandteil, um das Level überhaupt zu schaffen, ne? Ohne das Geld, das ist ja. Bin ich so ganz dezent im Arsch, ne? Wie im echten Leben. Ohne Moos nichts los. So, jetzt, bitteschön, nimm. Combo-Dessert. Aha. Thanks, Miss. You've been the only one to help after I closed my stall in the market. You're the owner. But it's you who needs the help. Tell me what happened. I might be able to help. I need nothing. I lost my star in the factory. Oh dear, I even lost my child. I couldn't pay her the medicines. Oh girl, I miss her. Das ist dramatisch hier. Okay. But this is my life now, and it's okay. My kind friend, take this. It's not much. Just my card for the factory. It's closed. But if you still want to explore it, I'm sorry. And thank you, good man. Ja, siehste. So, jetzt haben wir nämlich eine Factory Card, also so eine Schlüsselkarte für die Factory. So, jetzt kommen wir weiter. Ne? Also ergo, er hat jetzt alles verloren. Der hat seinen Weihnachtsmarktstand verloren. Der hat die Fabrik verloren, was auch immer der in der Fabrik da herstellt. Aber
Auf jeden Fall ist es auch weg und der ist jetzt ein schöner Arsch. So, und jetzt kommen wir rein. So the factory is closed. Well then, I'll have to find a way to get inside. Sorry, ich muss gerade über deinen Kommentar lachen. Lara lebt in der Villa und aber auch Lara bricht ein, um Geld zu klauen, um dann beim Weihnachtsmarkt was zu kaufen. Ja, das ist toll, ne? Ja, so ist die Lara, ne? Ich weiß, könnte auch einfach ihre Milliarden, die sie da irgendwie in der Tasche hatten, nutzen. Aber warum? Lieber irgendwo, weißt du, den armen kleinen Mann sozusagen das Kleingeld klauen, weißt du? Weil man zu geil ist, in die eigene Tasche zu greifen. Das ist moralisch sehr, sehr toll, ne? Aber so ist sie, unsere Lara, ne? Ich meine, wenn du teilweise mal siehst, was sie auch so in den normalen Spielen macht. Ich meine, es gibt irgendwie, ich glaube, im dritten Teil gibt es so eine Situation, wo die eine Rakete startet. Also wirklich so eine Interkontinentalrakete, nur um an eine Plattform zu kommen. Also ergo nimmt sie in Kauf, dass tausende Menschen sterben durch eine Raketenexplosion. Ne? Also, ne, das ist Lara für dich, ne? In einer kurzen Zusammenfassung. Muss ich dazu noch mehr sagen? Lara hat kein Gewissen, ne? Die ist moralisch nicht einwandfrei. Die hätte ihm sogar ein Leben schenken können, indem sie ein Zimmer abgibt und eventuell als Hilfe, nicht für William, du meinst für Winston. Ja. Ja, ja, klar. Aber nein, Lara ist schon da. Ja, wisst ihr was, du bist ein guter Mann. Alles gut, ne? Ich meine, ich werde dir nicht helfen. Keine Sorge. Das ist nicht mein Problem. So ein bisschen so dieses. Ja, ne, ich spiele Mitleid vor, alles wunderbar. Aber. Aber wie gesagt, Lara kann sich ja leisten. Ne? So ist nicht, ich hätte den zumindest mal, ganz ehrlich, also ich bin auch voll deiner Meinung, ne? Also sie muss ihn ja nicht gleich bei ihr wohnen lassen. Ich meine, sie ist ja auch jetzt auch nicht die Wohlfahrt, aber sie hätte wenigstens noch sagen können, hier weißt du was, hier hast du ein bisschen Geld. Ich gebe dir ein bisschen was. Mach was draus. Besorg dir erstmal ein warmes Zimmer für die Nacht und keine Ahnung, ruf deine Familie an oder irgendwas. Der wird doch. Ja gut, er hat seine Tochter verloren, aber ich meine, ohne Tochter ist, wird es wahrscheinlich auch eine Frau geben, die das Kind geboren hat, weißt du? Ich meine, vielleicht hätte sie da mal so ein bisschen. Ich weiß doch nicht. Lara hat doch Kontakte, Lara hat Geld, die kann das doch alles, mal jetzt ehrlich. Also, ich will doch nicht sagen, dass sie das nicht theoretisch kann, wenn sie wollte, ja? Aber hey, it's Christmas, ne? So, jetzt kommen wir ja endlich rein. Meine Güte. Oh, war das eine schwere Geburt. Ich hoffe, das switcht jetzt ein bisschen besser. Oh, jetzt laufen hier bestimmt irgendwelche Gangster rum, oder? So. Wir gucken jetzt das alles an. Jeden kleinsten Nippel hier. Nicht das. Boah, das war aber ein tiefer Fall. So, wo sind wir jetzt gelandet? Ich sehe nur Backstein. Gut, laden wir nochmal, weil jetzt sind wir nämlich wieder in der Gasse. Das ist die Gasse von draußen, wo wir schon gesehen haben, dass es da irgendwie reingeht, ja. Ach, Lara Croft. Also es gibt halt echt manchmal so Level, die sind so kompliziert, die sind so wunderschön wie dieses Level hier, aber auch super kompliziert. Also, ne, ich glaube, dann ist es auch in Ordnung, wenn man mal ab und zu wirklich mal in die Lösung guckt, wie gesagt. Ich möchte es verhindern, aber. Ich meine, also nie im Leben. Vielleicht, wenn ich noch 10 Mal rumgerannt wäre, vielleicht wäre ich dann mal auf die Idee gekommen, da nachzuschauen. Mal gucken, wo wir lang müssen. Wahrscheinlich jetzt hier oben. Da ist sowas zum Greifen. So, jetzt kommen wir uns langsam. Ich meine, guck dir Winston an, als ob man nicht langsam mal einen Ersatz braucht. Der atmet in dem Teil auch nicht. Naja. Wo du recht hast, ne? So ein bisschen schon, ne? Also, ich kann da nicht mehr widersprechen. Aber Winston hat auch einen emotionalen Wert für Lara, ne? Darfst du nicht vergessen. Der ist ihr immer stöhnend hinterhergerannt und wollte ihr auf alle Ewigkeit Tee servieren. Oh, jetzt. Das sieht sehr ramponiert aus, ne? Was mache ich damit? Das Level ist wunderschön, ne? Also das ist echt nicht das Problem. Das ist echt ein hübsches Level. Boah, die Musik ist aber dramatisch. Hilfe.
Daher haben wir ihn auch in den Kühlraum gesperrt. Schön. Aber er hat immer wieder rausgefunden, ne? Das darf man nicht vergessen. So, und hier wahrscheinlich finden wir hier irgendwie Kaffeesatz oder irgendwie sowas oder keine Ahnung. So. Oh, mein Herz. What was that? Wasser. Oder Alligator. Das Geräusch war aber laut, meine Fresse. Mein Herzschutz mal. Nee, zum Glück noch nicht. Soweit ist es noch nicht. Bei den Winston, der ist zum Leben erwacht. What the heck's going on around here? Oh, jetzt sind wir scheinbar irgendwie in die Welt von Silent Hill gerutscht. Ja. Christmas in Silent Hill ist das hier. Vielleicht kommt wahrscheinlich so ein Endgegner für uns entgegen, oder? Merry Christmas. Oder ein Mutant oder irgendwie sowas. Kann auch sein. Ach ja, spürst du die Weihnachtsstimmung? Okay. Ja, ich will da rein. Ich komme da nicht rein. Da nicht rein. Jetzt weiß ich, was das ist. Dann klär mich auf. Was ist es denn? Vielleicht muss ich, warte mal, vielleicht muss ich mich ducken. Mein Magen knurrt auch manchmal. Das stimmt. Ja, vielleicht bist du in der Höhle. Kann ja auch sein, ne? Wie komme ich hier nicht weiter? Ich komme gerade echt legit nicht weiter. Das kann doch nicht sein. Die Kamera ist hier so ausgerichtet. Da muss es doch weitergehen. Kann ich nicht mehr irgendwie zwei Schritte gehen, ohne dass ich irgendwo hängen bleibe? Schon aus, als ob es da weitergehen würde, ne? Oder möchte man mir irgendwie mit der Kameraperspektive irgendwas... Die Kameraperspektive ist wie... Hey, da ist was. Aber ich komme nicht durch, ich kann nicht... mich durchbücken, ich rutsche immer wieder ab. Also entweder wir wollen es mir schwer machen mit der Kamera, das kann sein, oder... Man, irgendwie guckt mich jetzt halt sozusagen aus der Lara-Perspektive an. Also nicht aus der Lara-Perspektive. Aus seiner Perspektive an. Ah, okay, ich kann die Dinger auch zerschießen. Dann machen wir das doch mal. Vielleicht brauchen wir noch irgendwas. Vielleicht will man mich nicht durchlassen, bevor ich etwas noch eingesammelt habe. Ist ja alles zu, ne? Das ist jetzt ja nicht so... Merry Christmas. Ho, ho, ho. Das ist Santa's Factory. Da oben geht's lang zum Beispiel, das sehe ich doch. Ja, da geht's irgendwie lang, da sehe ich was. Aber natürlich komme ich nicht ran. Wäre auch zu einfach. Ja, siehst du, so. Ja, ihr habt doch gesehen, da ist irgendwas hier. So. Na dann. Die Kamera verwirrt mich halt manchmal, ne? Also ich meine, wenn die Kamera, so wie gerade eben, frontal auf Lara zeigt, dann
Weiß ich nicht. Also vielleicht war es wirklich so aus der Perspektive des Monsters, man weiß es nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder einfach nur ein Secret, sondern... Oh. Der Magen knurrt. Ach, Stacheln, äußerst schön. Sag mal, was für eine Fabrik hat denn hier gearbeitet? Haben die irgendwie, weiß ich nicht, Mutanten gezüchtet oder so? Das ist hier die Tschernobyl-Aufbereitungsanlage oder was ist das? Ah ja, interessant. Aha. Jetzt gucken wir mal, was sich hier tut. It's a door. A door has opened. It's open now for the entering of the Lara. You know what I mean? It's the door. The door knows everything. Ich weiß gar nicht, was ich sage. Ja, ich bin da oben lang, ne? Siehst du. Aber ich sag mal, das war, das konnte man wenigstens erkennen. Ich meine, das ist jetzt ja nicht so gewesen, dass das. Wie gesagt, ich finde das ja auch gut, wenn du ein bisschen mal rumgucken musst oder so. Weil sag mal, du kommst hier lang und siehst, aha, da ist halt ein Schlitz in der Wand. Und wenn du die Spielmechanik kennst, weißt du, irgendwie muss ich da hoch. Und dann bin ich halt anders roder lang gelatscht. Das ist dann vollkommen okay. Aber das jetzt, ich fand halt wirklich mit dem Ding da, mit dem Kleingeld war das ein bisschen da hier. Oh, noch eins. Jetzt kommt bestimmt. Oh, Dämon kommt da jetzt bestimmt. Oder so Mutanten-Weihnachtsmann. It's a trap. It's a trap. Oh Gott. It escalated quickly. Das ist ja wirklich ein Horrorfilm geworden. Was ist jetzt los? Alles klar. What the fuck? Können wir bitte wieder gehen? Oh mein. Ja, oh mein. Ja, du hast wahrscheinlich schon Schlimmeres gesehen, ne? Ja, das ist wirklich voll der Horrorfilm jetzt gerade hier. Es pulsiert. Speicher lieber mal. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Weißt du was? Ich renne mal direkt auf das Vieh zu. Mal sehen, was passiert. Und ein Drache oder was? Das Vieh hat sich zurückgezogen. Soll ich? Jetzt kommt wahrscheinlich voll der Jumpscare, wetten. Nicht. Okay, lass mich bloß in Ruhe, nicht, dass es das kommt. Ich nenne es Schwibbelschwabbel. Es wird, naja, wer weiß, wie das am Ende aussieht oder so. Vielleicht ist es wirklich so ein Schwibbelschwabbel. Man weiß es nicht. Also ich muss sagen, ich finde jetzt gerade diesen tonalen Shift ziemlich cool, muss ich sagen. Das gefällt mir. Und mit dem hatte ich jetzt nicht gerechnet. Wir waren gerade auf so einem schönen, traumhaften Weihnachtsmarkt und jetzt hier werden wir voll... Ja, ne, okay, ich verschwinde dann mal. Tschüss. Okay, alles klar. Will jetzt natürlich auch. Ja, unangenehm. Das war aus Findet Nemo. Also ich kann mich gar nicht mal erinnern. Ich habe die Referenz gar nicht verstanden, weil ich habe den Film so lange nicht mehr gesehen.
ist Ewigkeiten her. Schießen oder was? Oh, aua! Da war ein Seil, da muss ich mich dran festhalten. Passt schon. Für die Action-Passage. Ich hasse übrigens Seile bei Tomb Raider. Und die Stelle ist gerade nicht so fein. Die ist gerade schon ziemlich haarig hier. Speichere jetzt mal, dass ich jetzt nicht immer wieder machen muss. What? Das geht doch gar nicht. So schnell kann ich doch gar nicht schießen. Jetzt muss ich nur noch springen können. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Das ist doch Tomb Raider 4 hier, Seil schwingen. Das ist mal ganz furchtbar. Wie geht das? Wie kann man mit dem Seil springen? Schwingen, schwingen. Mach was. Schwingen. Scheiße, wie ging das denn nochmal? Jetzt mal alle Tasten durch, irgendwas so. Nein, halt dich fest, halt dich fest. Wie ging das denn nochmal? Ich weiß nicht, das war Tomb Raider 4, da kamen die Seile waren immer furchtbar. Also die Seile hat keiner gemocht. What the fuck, wie ging das denn nochmal? Ja, ich kann nicht speichern. Ich muss mich ja festhalten. Das ist das Problem. Man konnte aber irgendwie schwingen. Das ging. Also ich weiß halt nur nicht mal wie. Also ich muss halt schwingen, das ist das Problem. Ich muss schwingen, damit ich so ein gewisses... Ja. Da muss ich auch nochmal nachgucken. Ich weiß ab keinen Plan mehr, wie das ging, ehrlich gesagt. Ich guck mal nach. Tomb Raider 4 Seil. Seil PC. Seil schwingen. Man bringt Lara durch das Richtungstasten hoch runter zum Schwingen des Seils. Ja, davon habe ich auch nicht viel mehr gerade. Ja, hol den Kaffee. Viel Erfolg. Was? Okay. Warum ist es eigentlich so schwer, mit einem Seil zu schwingen? Also. Warte mal. Seil schwingen, PC. Ich weiß halt nicht mehr. Es ist so lange her, dass ich Tomb Raider spiele. Ja, Richtungstasten hoch und runter. Habe ich doch gerade gemacht, oder nicht? Naja, muss man extra im Internet nachgucken, damit man das hier. Muss irgendwie erklärt werden, ihr Seil schwingen. Mhm, ja, ne? Durch Betätigen der Sprint-Taste kann sie das Seil zum Springen. Oh, der Sprint-Taste. Okay, der war jetzt. Sei jetzt zu spät reagiert, das überlebe ich nicht.
Print-Taste. Ja, hey. Oh, ich hab Seile in Tomb Raider 4 schon gehasst, ja. Jetzt, wenigstens schwinge ich mich jetzt, was schon mal schön ist. Oh, ich hab's geschafft, okay. Jesus Christus. Meine Nerven. Meine Nerven! Ich gehe mal stark davon aus, ich muss jetzt hier... Aber warum brenne ich da unten? Ist doch gar nichts. Also das... So. Safe, please. Herzlich willkommen zurück. Ich habe das Seilschwingen geschafft. Ich musste dafür die Sprinten-Taste drücken mehrmals. Das ist auch eine sehr interessante Taste, die man dann drücken muss. Ich glaube, wir kriegen jetzt gleich wieder Besuch hier. Natürlich werde ich schön jetzt mit heißem Dampf angeblasen. Aua. Ich mag sehr kalt als heiß. So. Alter, ich guck mich mal nochmal um hier. Ich guck mich nochmal um. Naja, was haben wir denn da? Es wird wieder eine wunderschöne Kletterlage. Dann wollen wir nochmal hier uns hier betätigen. Klack, 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 klack. Das finde ich schon ziemlich cool. Also ich glaube, das gab es gar nicht im normalen Tomb Raider, dieses... Dass man sich hier wirklich so überall langklettern konnte, letztendlich auch an der Decke. Das finde ich schon cool. So. Es öffnet sich. Okay. Ich rutsch runter, muss einen Rückwärtssprung machen, damit ich wieder hier lande. Dann geht's. Und hat sich irgendwo was geöffnet. Der quietscht noch dazu. Na gut, ich weiß nicht, wie du quietschen würdest, wenn du einfach hier gefühlt einen Kilometer in die Tiefe fallen würdest, ne? Aber ja, ich weiß, es ist halt irgendwie auf eine sehr morbide Art und Weise lustig, wie das bei Lara immer rauskommt, ne? So dieses... Ah! Und dann... Lara, geht's dir gut? Bei dir wäre es nicht wie ein Welpe, der sich erschreckt, naja. Lara klingt eher wie so ein Welpe, aber... Weiß ich nicht... Wer überfahren wird, so klingt das eher. Ach, come on! Ja, ist. Du überlebst das jetzt. Genau... Ich muss während des Sprungs muss ich so ein Salto machen, sonst geht das nicht. Das wäre bezaubernd hier. Merry Christmas. Merry Christmas, Lara. Fröhliche scheiß Weihnacht. Na, 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 na. So. Ich speichere. Ich würde sagen, ich speichere, wenn ich jetzt gleich runterfalle und mich an dem Ding da festhalte. Speichere ich. Jetzt halte ich mich fest. So. Das war wieder... gut, dass ich gespeichert habe. Da hast du das gesehen, was ich gemacht habe, ne? Das nenne ich mal einen sehr, sehr ambitionierten Sprung. So, ich würde sagen, ich esse jetzt mal ein paar kleine Muffins. Oh, ich hätte natürlich lieber damit darauf gewartet, bis ich wieder bei unserem Freund bin. So, was hat sich denn jetzt hier geöffnet? Was ist jetzt hier anders? Ist hier überhaupt irgendwas anders?
Also für mich klang das irgendwie wie so eine Tür, ein Tor, irgendwas, was nicht geöffnet hat. Guck mal, ob hier unten das immer noch brennt. Es brennt immer noch, ja. Oh! Autsch! Guck mal, ob man mich wieder an Seil zwingen möchte. Also, hier ist ja eigentlich nichts. Hier kann sich nichts geändert haben, oder? Nope. Okay, Lara stürzt über in ihren Tod. Ich weiß nicht, was da unten brennt. Soll das irgendwie so ein. Was ist das, eine Herdplatte? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was muss es sein? Ja, irgendwas muss ich ja jetzt hier eröffnet haben, ne? Also offensichtlich. Irgendein Loch oder so. Ja, das ist auch eine blöde Stelle hier. Kann man eigentlich nur Schaden nehmen. Ich meine, was soll man denn da machen? Ach, da oben hat sich was eröffnet. Ah, sieh mal einer an. Sieh mal einer an. This is very interesting. There is open. There is a door open. Where Lara can enter, okay? It's a possibility and I will do it. I will jump through the hole. Konnte ich das nicht sehen? Das war doch direkt, sage ich mal. Naja, gut. Ich sehe bei den Level scheinbar vieles nicht. Mann, ich will nicht lachen, das tut mir immer leid, aber es ist. Wie sie da immer mit ihrem Kiefer dagegen klatscht und dann einfach so ins Verderben rollt, ja. Das Verderben rollt ins Verderben fällt. Hier sind irgendwie Stacheln. Alter, das ist wirklich Silent Hills mittlerweile, ne? Also. Keine Ahnung, was hier noch passiert. Ich hab das Gefühl, hier unten sterbe ich. Naja. Sieht aus wie so eine. Da kommt wieder das Monster raus, ne? Ich guck mich hier ganz genau um. Mal Fackeln sparen, die einfach ein bisschen rumballer. Das geht nämlich auch. Ich muss mal sagen, mir gefällt die Atmosphäre hier eigentlich ziemlich. Ach, guck mal, alte, verweste, staubige Muffins. Die nehme ich doch mit, die esse ich auch. Vor den Augen des ehemaligen Fabrikbesitzers, der freut sich bestimmt. Lecker, ne? Finde ich auch. Es ist schon köstlich, das kann doch nicht jeder behaupten. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass gleich ein Endkampf kommt, oder? Also. It smells sweet in here. But the place looks so empty. What's going on? Es ist wahrscheinlich die Rache der Lebkuchenmänner. Das wird sein. Guten Abend. Herzlich willkommen bei. Den Versuch, dieses Level hier zu schaffen. Oh, das wird eine wunderbare Sprungpassage hier werden. Ich sehe schon. Naja. Oh, muss man jetzt nochmal gucken, wo wir hochkommen. Ja, irgendwie, wenn das hier süß riecht, wahrscheinlich wird es wirklich irgendwie sowas sein wie Lebkuchenmänner, die uns vernichten wollen. Auch nicht lang, aber irgendwo wird es schon hinhauen. Irgendwie wird es schon gehen. Kann ich hier irgendwie hinspringen? Naja. Ah, hier, das sieht auch gut aus. Warte mal, wir können wieder auf die Rohre springen. So, und hui! Da, ja. Das ist halt, ne? Ich muss sagen, irgendwie feiere ich das Level, ne? Das eine Mal sind wir, oder weißt du, in der einen Szene sind wir noch schön auf dem Weihnachtsmarkt und freuen uns dann über die ganzen tollen Stände und die Leute da. Und jetzt sind wir in so einer Gruselfabrik, wo uns irgendein Monster da wahrscheinlich jeden Moment
an den Kragen möchte. So. Dann schauen wir mal. Dann machen wir jetzt mal den und... war ich wieder nicht lange noch an der Kante dran. Ja, Lara guckt auch sehr ernst. Ich glaube, die merkt langsam, das ist hier nicht mehr, ne? Das ist jetzt hier nicht mehr Weihnachten mit Winston sozusagen, mit dem ausgestopften Winston. So, safe. So, dann wollen wir mal. Oder wir springen dahin. Das geht wahrscheinlich auch. Das ist höchstwahrscheinlich auch eine gute Herangehensweise. So. Ah, endlich wieder ein paar schöne Sprungpassagen. Da freue ich mich richtig drüber. Das ist eigentlich das, was mir bei Tomb Raider am meisten Spaß macht. Ne? So die ganzen Sprungpassagen, wenn sie denn gut gemacht sind. Aber das hier ist gerade ziemlich cool, wie ich finde. Ich dachte, ich kann das vielleicht irgendwie runterschießen. Gut, dann wollen wir uns mal schön hier langhangeln. Schwing, schwing. Sag doch, du bist mal so. Warum? Das ist doch gerade, das geht doch gerade, oder? Also, das finde ich gerade ganz okay. Ich fand, wie gesagt, diese Euro-Stücke finden, das fand ich viel schlimmer. Das war viel, viel schwieriger. Ich glaube, um Tomb Raider zu mögen, muss man auch einen gewissen Masochismus mitbringen, glaube ich, ne? Bis zu einem gewissen Grad. Tomb Raider ist halt nicht einfach nur geradeaus laufen. Da muss man halt schon ein bisschen mehr um die Ecke denken. Aber es macht ja auch Spaß. Ich meine, wie gesagt, wenn so ein Level gut konstruiert ist, dann macht das ja auch richtig Bock. Zum Beispiel gerade finde ich das ziemlich cool, dass man jetzt so sich vertikal nach oben bewegt. Einfach mal schaut, okay, wo kommen wir potenziell raus? Was hat es hier mit diesem süßen Geruch auf sich? Oder auch nicht. So geht's natürlich auch. Lara. So war das natürlich nicht gemeint. Mann, ich wollte nicht springen, ich wollte noch Anlauf nehmen. Ach ja. Die schöne alte Steuerung. So. Da hinten ist doch wieder irgendwas zum Zerschießen. Ich sehe das doch, oder? Ich sag's doch. Ja, sag mal an, Yuki-Biene, was denkst du denn, was wird denn auf uns lauern? Ich, wie gesagt, vermute, es ist ein Lebkuchenmann oder sowas. Oder denkst du, die werden ja voll auf Horror gehen? Das kann natürlich auch sein. So, guck mal. Dum dum dum. Weil das ist ja Pyramid Head. Aber Lara traut sich auch echt überall rein, ne? Das ist halt so. Ah, sieh mal einer an. Jetzt sind wir nämlich hier. Das war hinter der Plexiglasscheibe. Jetzt können wir nämlich wahrscheinlich die. Wenn die Räder noch rumdrehen. Ah, kann auch sein, dass es ein Bait ist, um uns Angst zu machen. Achso, ich dachte, ja gut, da ist der Hebel. Na, klar, ich bediene nicht die Steuerkonsole mit den ganzen Rädchen und Hebeln. Ich gehe lieber zur Seite und nehme den. Da ist auch okay. Was? Okay, ja. Irgendwo hat sich jetzt was geöffnet hinter... Okay. Irgendwo hat sie jetzt das geöffnet. Das ist schon mal... Keine Ahnung, wo das war. Ich meine, es wird wahrscheinlich hier nicht weit sein. Das wird ja in der Haupthalle gewesen sein, ne? Es war auf jeden Fall irgendwo auf dem Boden. Ich speichere mal, damit wir nicht wieder hier komplett nach unten fallen. Schön, das war ein kurzer Fall, ne? Muss man echt mal sagen. So. Lebe ich noch? Ich lebe noch. Gut. Hier unten war das. Weißt du, hier unten war das.
Komm, ich nehme jetzt einfach mal die Abkürzung, das ist jetzt hier. Lara wird das schon überleben. Und hier ist noch was zum Zerschießen. Da war's. Ich hab's gesehen, da war die Ritze. It's empty. I was hoping to find that yummiest thing in here. Ah, wir finden das yummiest thing wahrscheinlich hier, was wir dem perversen Weihnachtsmann geben können. Ja, und so ekelhaft auf dem Weihnachtsmarkt angemacht hat, ne? Natürlich auch nie. Pass mal durch. Come out, come out, wherever you are. I know you're there. Just give me a few minutes. I'll find you. Ich finde es gerade lustig, dass Lara ihre Schuhe dampfen. Hast du es gerade gesehen? Der Dampf kam gerade aus ihren Schuhen raus, nicht aus ihrem Mund. Bist du jetzt sicher, dass sie uns baiten? Ich habe irgendwie das Gefühl, da könnte wirklich gleich was herausschießen. Ja, Lara hat solche Stinkefüße, dass es schon sozusagen anfängt zu dampfen, weißt du? Ich gucke erstmal hier um die Ecke. Vielleicht liegt da noch irgendwas. Lara hat richtige Beißfüße. Das ist wahrscheinlich der Angstschweiß. Ich kann es ja verstehen, ne? Dass ich das dann. Ach ja. Schon lustig, ne? Ich find's halt cool. Da möchtest du so ein besinnliches Weihnachtsspecial machen. Und dann bist du in irgendeiner abgeranzten Fabrik. Wo wahrscheinlich bald ein Monster irgendwo rauskommt. Okay. Ja, hier muss doch irgendwas sein, oder? Was übersehen? Was war da an der Wand? Was ist das denn? Was ist das? Ah, ich glaube, ich habe ein Glitch. Okay. Ein Drache, irgendeine Drachenstatue mit. Oder das ist wirklich ein Drache. Okay, jetzt wissen wir, wer auf uns wartet. Ich wollte es nicht. Ich habe es jetzt nicht provoziert, ne? Aber. Ah, süß ist. Das war's. Aber wie kommen wir jetzt da hin? Also. Kann man hier irgendwas verschieben? Irgendwie. Ja, ich wollte schon sagen, irgendwas muss man hier verschieben können. Okay, jetzt wissen wir mal wenigstens, warum der die Fabrik geschlossen hat. Es gibt Drachen hier. Ich meine, schon ein guter Grund, sag ich mal, so eine Fabrik zu schließen, ne? Ich glaube, das ist das Problem. Ach ja, Lara, die hat Muckis, na klar. Die kann alles schieben, auch Stein- und Betonklötze kriegt die alles hin. Ich speichere mal, ne? Ich kann übrigens nichts dafür, ne? Wenn man so in der Ecke steht, dann ist das bei Tomb Raider meistens so, dass man. Ja. Dass man dann alles bei Lara sieht. Kann ich jetzt hier theoretisch auch noch schieben? Warte mal. Das zum Beispiel. Ah, das kann ich auch schieben, okay. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ist ein Rätsel. Das liebe ich bei Tomb Raider immer. Es gibt nichts Schöneres. Nee, warte mal. Wir müssen das nochmal reinschieben. Warte, pass mal auf. Wir schieben das nochmal rein. Oh, jetzt machen wir. Pass mal auf, das funktioniert nämlich dann. Dann schieben wir das dorthin. Noch weiter schieben? Geht nicht. Aber wir können jetzt das hier mal vorschieben. Genau. Ja, halt fest, wo auch immer du dich jetzt gerade festhältst. Na? Willst du nicht? Mach doch. Ah? Hallo? Man kann einfach reinschieben? Okay. Das ist ja funktioniert, scheinbar.
Gut, das sind wir wahrscheinlich hier im Hort des Drachen, ne? Sieh dir ein. Wie sie sehen will in die Kiste. Ja, okay. A dragon with a Christmas hat. Right. Now I've seen everything. So it was you spying on me all this time. Das müssen die Drogen sein. You're not supposed to be here. The question is, Mr. Dragon, are you naughty or nice? Same could be said on you. I needed something, but it's also empty in here. Sweet spare. Sorry, I mostly ate them all and kept the rest behind me. Why did you do that? Sweetheart, no one here wanted to give me a present for Christmas, so I did it myself. Uh-huh. That's why the factory is closed. That man was right. You drove them to bankruptcy. Is your stomach a bottomless pit? I have got no idea. Really? Look, if I bring you something to gorge on, will you let me in? Well, we'll see. Okay. Mhm. Don't go anywhere. Ich glaube, das sollte so, ja. Also ergo, der hat die in Ruin getrieben, weil der einfach nur gefressen hat die ganze Zeit. Und wir sollen ihm jetzt irgendwas geben, was wir in den Rachen schieben können. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Punkt für heute mal Schluss zu machen. Ne? Also morgen werde ich weiterspielen. Ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen auf dem Höhepunkt der Spannung, aber ich denke mal, wir sind heute ein gutes Stück weitergekommen. Und ich würde sagen, morgen, denke ich mal. Mal gucken. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Ne? Also unser Abenteuer hier ist noch nicht vorbei. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.